Ja, hey, willkommen zu unserem ersten Challenge, die Schwarze Wipfen Challenge. Dafür gehen wir hier auf das Haus, habe schon mal eins vorbereitet und gehen auf neun Haushalt zum Einziehen erstellen, in das CRS. Die Regeln für diese Schwarze Wipfen Challenge ist eigentlich, ja, das Ziel, man mag es kaum glauben. Hört sich vielleicht auch makaber an, aber heißt, bringe mindestens 10 deiner Ehemänner um. Also das heißt, wir müssen CRS erstmal einen weiblichen jungen Erwachsenen erstellen. Der Sim muss die Eigenschaft haben, verführerisch. Also ein Serienromantiker, dann haben wir hier nämlich verführerische Sims, sind in Liebesdingen erfolgreicher als andere. Ja, die anderen machen wir dann romantisch. Ordentlich und tanzwütig. Genau. Lassen Sie tanzwütig. Nennen die junge Dame mal Mia. Sweet. Kleine Verführung. Genau. Nochmal zu den Regeln. Genau, das muss die Eigenschaft verführerisch haben. Die restlichen sind frei wählbar. Gibt eurem Simmen einen Lebenswunsch, aber aufpassen, sie darf keinen Job annehmen. Zieh mit eurer Dame denn auf ein beliebiges Grundstück oder Haus, was ihr vorher gemacht habt. Aber denkt dran, ihr dürft nicht cheaten. Also ihr müsst ihr ja mit dem Geld, was wir haben, müssen wir klarkommen. Genau. Denn heißt es auch schon für uns einen Partner finden, der uns gefällt oder einfach nur so. Den müssen wir denn heiraten und mit ihm zusammen wohnen. Wenn wir verheiratet sind, müssen wir eine Affäre anfangen. Direkt nach der Hochzeit muss unsere Sim-Dame wieder in, ja, wieder los auf die Jagd nach Frischfleisch und muss einen neuen Mann sich suchen. Das heißt, macht ihm schöne Augen, verführt ihn, was auch immer, und lasst ihn bei euch einziehen. Euer Mann muss euch erwischen dabei. Also der Mann darf oder muss euch bei dieser Sache erwischen, wie ihr mit einem anderen ja, im Bett seid oder was auch immer alles für Techtelmechtel habt mit ihm. Habt er das erreicht, dass er euch erwischt hat, bringt euren Mann um und heiratet die Affäre. Die Affäre müsst ihr dann heiraten. Und wenn er dann verheiratet seid mit der Affäre, geht das Ganze wieder von vorne los. Ihr sucht euch einen neuen Liebhaber und fangt mit dem was an. Das heißt, ihr habt eine Affäre, wickelt den um den Finger,
Verführt ihn und euer Ehemann muss ihn oder muss euch wieder dabei erwischen. Lasst ihn auch denn bei euch einziehen. So, und das Gesicht habe ich soweit erstmal fertig von meiner Dame. Genau. Auf den Grabstein von eurem Mann muss draufstehen: Name deines Ehemannes und durch die Hand der schwarzen Witwe gestorben. Die Grabsteine müssen auf dem Grundstück platziert werden, was ihr habt. Dadurch, dass ihr ja eh erstmal anfangs nicht so viel Geld habt, kann da ja nun kein großes Haus oder kein, ja, was auch immer für ein Haus stehen, außer ihr sucht euch einen Mann, der gut bezahlt, einen gut bezahlten Job hat, dann geht das natürlich. Dann könnt ihr natürlich hier mehrere schöne Sachen haben. Ja, die Regeln für die Challenge sind eigentlich auch ganz einfach. Ihr dürft keine Cheats oder Mods, die das Verhalten von dem Sim verändern. Also keine Geldcheats, kein verhaltensveränderten Mods benutzen. Ihr müsst keine Kinder haben, aber wenn ihr Kinder habt, durch das Ganze bringt das natürlich Punkte. Eure Sim-Dame darf keinen Job annehmen. Nur euer Ehemann darf das Geld verdienen. Also schön aufpassen, dass sie keinen Job annimmt. Lasst den Mann ackern und gibt das Geld von eurem Ehemann fleißig aus. Ja, was noch? Eure Sim-Dame kann einen Teilzeitjob annehmen, aber muss gekündigt werden, sobald das erste Mal verheiratet ist. Ja, also weiß ich nicht, ob das was bringt, weil eigentlich geht ja mal teilweise ganz schön schnell und muss man gucken. Da ist es. Das habe ich nämlich gesucht, das Outfit. Ich habe es nicht gefunden. Genau, weiter mit den Regeln. Euer Sim-Dame kann Sammelobjekte, Steine, Frösche und Früchte verkaufen, aber sie darf keine Bilder oder ähnliches verkaufen. Also ihr könnt sie malen lassen, aber ihr dürft die Gemälde nicht verkaufen. Das ist eine der Regeln mit. Genau. So. Irgendwie gefallen mir die Brüste noch nicht so. Oh, schon besser. Genau. Soweit zu den Regeln. Die Punkte für die Challenge, ja, 5 Punkte für jedes Techtelmechtel an einem anderen Ort außerhalb des Betts. Geht mit ihnen im Busch oder was auch immer geht. Ja, geht mit ihnen in der Küche, im Pool, überall dahin, wo es euch gerade passt. 10 Punkte, wenn sie von ihrem Mann beim Fremdgehen erwischt wird, also mit verschiedenen Affären, wenn euer Ehemann auch dreimal mit dem gleichen erwischt, zählt das auch nur 10 Punkte. Also
Erwischt euch einmal, du bist 10 Punkte. Erwischt euch nochmal dabei, gibt es trotzdem nur 10 Punkte. 30 Punkte gibt es für jedes Kind, das einen anderen Vater hat. Also, wenn ihr wirklich Kinder haben wollt, bringt das dementsprechend Punkte. Ihr könnt natürlich euch jetzt von jedem neu ein Kind andrehen lassen, was von dem Mann, den ihr denn habt. 30 Punkte gibt es für jede verschiedene Todesart, also maximal 300 Punkte, wenn jeder Mann an einer anderen Todesart stirbt. Ja, da gibt es ja verschiedene Todesarten, technisch, dass die sterben. 50 Punkte gibt es für jeden durch eure Hand gestorbenen Ehemann und nochmal 50 Punkte für jeden Mann, der seinen Lebenswunsch vor seinem Tod erfüllt hat. Das wird wahrscheinlich eher weniger was. Ich glaube, das kriegen wir so schnell auch gar nicht hin. Wir gucken mal. Jetzt geht es nämlich los. Minus 20 Punkte für jedes zurückgewiesene Techtelmechtel. Also habt ihr euren Kerl und er weist euch zurück, weil er keine Lust hat auf ein bisschen Spaß mit euch. Dann werden 20 Punkte abgezogen. Minus 30 Punkte gibt es für jedes Kind, das vom Sozialarbeiter abgeholt wird. Lasst eure Kinder, wenn ihr Kinder habt, lasst eure Kinder nicht im Stich. Kümmert euch um die. Minus 30 Punkte gibt es auch für jede zurückgewiesene Einzugsanfrage. Also fragt ihr den eure neue Affäre, ob er bei euch einziehen wollt. Und er sagt, nein, ich will nicht, ich will bei meiner Frau bleiben. Dann gibt es nochmal minus 30 Punkte Abzug. Minus 40 Punkte gibt es für jeden Ehemann, der auf natürliche Weise stirbt. Minus 50 Punkte, wenn der Lebenswunsch eurer schwarzen Witwe bei ihrem Tod nicht erfüllt ist. Also, wenn ihr einen Lebenswunsch habt mit eurer Sim-Dame, dann erfüllt ihn, denn bis zu ihrem Tod muss sie den erfüllt haben, sonst gibt es 50 Punkte, 50 Punkte Abzug. Genau. Es gibt eine kleine Liste auf der Seite, wo so Todesarten stehen, die sind eigentlich, ja, Elektroschocks, Altersschwäche, Überanstrengung im Alter, Futter über die Kuhpflanze, Beschäftigung, Kränkung, Totschlag, Hysterie, Ärger, Zorn, Verhungern, Ertrinken, Verbrennen. Das sind so die häufigsten Todesarten, oder die Todesarten, wo es auch Punkte dafür gibt. Na, denkt dran, verhungern. Hat euer Sim keinen Zugang zur Nahrung, stirbt er an Hunger. Hat euer Sim aber einen freien Willen, ist dies nicht so einfach zu erreichen, sogar fast unmöglich, wenn ihr nicht dauernd auf ihn Acht gebt. Als Tipp stellt den freien Willen aus, wenn ihr dieses Todesart für euren Sim vorseht. Es dauert auch etwas, denn der Sim-Körper ist sehr zäh. Zuerst bekommt ihr das Moodlet ausgehungert und dann das Moodlet Mordshunger. Diese halten beide ca. 24 Stunden an. Erst danach stirbt euer Sim. Wahrscheinlich, ja, ist wahrscheinlich ein schöner, schmerzhafter Tod. Ertrinken. Jede Todesart kann mit dem Pool-Erweiterung
Wenn die Energieanzeige eures Sims im Pool sehr niedrig ist, geht der unter. Hier empfiehlt es sich, den freien Willen auszuschalten. Das ist auch die einzige Todesart neben Verbrennen für Kinder. Aber unsere Kinder wollen wir ja nicht umbringen. Wir wollen ja nur unsere Männer umbringen. Eigentlich schade. Eigentlich auch eine krasse Sache, aber macht bestimmt Spaß. Wir werden es einfach ausprobieren. Vielleicht haben wir ja einen Mordspaß bei dieser Challenge. Genau. Verbrennen. Als lebende Fackel überlebt euer Sim nicht. Auch hier zeigt er ab einer sehr großen Überlebenswillen. Euer Sim kann sich selbst löschen. Verbrennungsgefahr herrscht bei Kochunfällen in der Nähe des Kamins, bei einem Raketenabsturz und bei einem Chemielabor. Ja, mit dem Raketenabsturz habe ich noch nicht so persönlich Erfahrungen gemacht, aber müssen wir mal gucken. Ja, der Elektroschock. Ist die Geschicklichkeit bei eurem Sim nicht sehr hoch, kann es passieren, dass er beim Reparieren von Elektrogeräten einen tödlichen Schock erhält. Denn ersten Sch Elektroschock übersteht er meistens noch, aber sollte er weiter an dem Gerät herumbasteln, können weitere Schocks sehr gefährlich für ihn werden. Ja, okay. Hört sich doch schon mal ganz gut an. Altersschwäche. Die wohl häufigste Art, wie unsere Sims sterben. Oder Altersschwäche. Mit Altersschwäche sterben unsere Sims eigentlich am häufigsten. Aber ich glaube, bis dahin soll das ja schon abgemuckt sein, weil das bringt ja dann deiner Sim-Dame auch nichts. Über Anstrengungen im Alter sind eure Sims im Seniorenalter, sollten sie sich nicht mehr so verausgaben. Ansonsten kann es durchaus sein, dass ihr Herz das nicht mehr mitmacht. Okay. Kann man einen kleinen Herzinfarkt vortäuschen. Futter für die Kuhpflanze. Sind eure Sims Naschkatzen und können der Versuchung nicht widerstehen, vom Kuchen der Kuhpflanze zu probieren, wenn sie Pech haben. Wenn die Kuhpflanze sie nicht wieder ausspuckt und verdaut, war es das mit eurem Sim. Ich hatte noch nie eine Kuhpflanze gehabt. Ich habe die noch nicht zusammen oder geschafft. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja eine. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die finde. Wo findet man die? Ich habe mich eigentlich noch nie so mit der Kuhpflanze beschäftigt. Beschämung, Erkrankung. Schaut gut auf eure Sims, denn sonst kann es sein, dass sich sie zu Tode schämen. Dabei durchläuft er unterschiedliche Stadien. Beschämt, sehr beschämt, erniedrigt, gemütigt. In der letzten Phase dauert es dann nicht lange, das Sims Herz höher aufzuschlagen und euer Sim scheidet davon. Ja, okay, hört sich doch schon mal auch ganz gut an. Totlachen-Hysterie. Ist euer Sim extrem verspielt, kann es einen Lachanfall haben, dass ihm die Luft wegbleibt. Die Stadien dieser Todesart sind verspielt, sehr verspielt, aber albern, hysterisch. Ärger, Zorn. Extreme Wut ist sehr ungesund für euren Sim. So ungesund, dass er daran sterben kann. Die Phasen dieser Todesart sind wütend, sehr wütend, aufgebracht, erzürnt. Genau. Also das war eigentlich so die häufigsten Todesarten für diese Sachen. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie halbwegs hin und schaffen es, unseren Mann auch umzubringen.
Unser Sim selbst aktiv den Mann umbringen, wird wahrscheinlich eher eh nichts. Da müssen wir denn aber ja das andersweitig durchmachen. Also ich glaube, da ist das denn anders mit den zählt das Tod mit dem Tod anders. Wir nehmen noch mal die hier. Die. Wir gucken einfach mal. Nee. Nee. Eigentlich brauchen wir da gar keine Kette, weil die hat ja hier so eine schöne Kette auf dem Pullover. Wir nehmen noch mal die Ohrringe und machen die Ohrringe in Gold. Dann passt das nämlich auch zu dem Dings da. Sehr schön. Hat sie hier Wimpern dran? Ne? Nein, natürlich nicht. Die müssen wir natürlich jetzt noch nachändern. Die hat sie welche dran? Ne? Ja. Die hat sie auch welche. Und bei der Badebekleidung hat sie auch noch welche. Genau. Genau. Ja, dann haben wir sie eigentlich soweit fertig, die Mia. Hier haben wir diese Serienromantikerin mit verführerisch, romantisch, ordentlich und tanzwütig. Wir gehen jetzt auf. Ich lade sie erstmal raus. Speichern. Lanz. Wollte ich jetzt nicht. Das war eins. Nein. Das war nicht das, was ich wollte. Das war das, was ich wollte. Wir laden sie jetzt erstmal hoch in die Galerie. Genau. Und ist weg. Und gehen auf fertig. So. Jetzt suchen wir uns noch ein hübsches Bildchen. Und gucken mal. Naja, die sehen alle nicht so schön aus. Nee. Ja. Naja, egal. Bevor wir hier eine Stunde weitersuchen, lassen wir das so. Gut. Also. Dann lassen wir sie einziehen. So. Ja, es ist kalt heute. Heute ist wirklich kalt. Kalt, kalt. So, dann haben wir noch. Oh, seht mal, wir haben ein Anfangsbudget von 20.000 und haben jetzt nur noch 14.332. Das heißt, wir dürfen nicht so viel ausgeben für den Rest. Okay, Schnuckis. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.